Hi Ladies! Susanne heiratet demnächst und sie fragte mich nach einem schlichten weißen Kleid für sie, was aber rückenfrei sein sollte. Und da habe ich für sie hier ein wunderschönes Outfit zusammengestellt, was ich euch jetzt gerne vorstellen werde. Aber zuvor noch der Tipp, wenn ihr die Bilder, alle Produkte, Tipps und Tricks größer sehen wollt, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details dazu. Und jetzt verrate ich euch das Outfit, was ich für Susanne zusammengestellt habe. Ich habe hier ein Kleid von Laura Scott zusammengestellt, denn Laura Scott hat immer sehr, sehr schöne Kreationen. Wer sie nicht kennt, wie gesagt, klickt einfach drauf und lernt sie kennen. Und hier habe ich mit Absicht etwas ganz Besonderes rausgesucht, weil, wie gesagt, Susanne wollte etwas Schlichtes, aber trotzdem nicht so schlicht, dass es nicht mehr zu erkennen ist als Hochzeitskleid. Und deswegen natürlich auch auf jeden Fall rückenfrei. Und da hat sich eigentlich automatisch ergeben ein Neckholder-Kleid. Und das Kleid ist hier aus Satin und der Stoff fällt so wunderschön, wie ihr es ja hier schon im Bild seht, dass es wirklich wie ein richtig wunderbares Hochzeitskleid daherkommt. Aber das ist natürlich nicht alles, denn es ist im Brustbereich oder im unteren Brustbereich auch noch mit Perlen besetzt, damit noch dieser gewisse edle Faktor mit reinkommt, um quasi es als Hochzeitskleid dastehen zu lassen. Und das Ganze ist wirklich schlicht, aber wunderschön an einer Braut anzusehen. Und damit es wirklich richtig schick wird, fehlen natürlich noch die Accessoires, die ich euch jetzt gerne empfehlen würde. Und hier habe ich für Susanne eine Stola herausgesucht, / bei dem Kleid ist sogar eine Stola automatisch mit dabei. Empfehle ich deswegen, weil sie heiratet jetzt im Februar, glaube ich, und da ist es noch ein bisschen kühler. Und da ist so eine Stola immer gut, weil man braucht nicht unbedingt ein Jäckchen mitzutragen, weil dann in der Fire Location ist es ja dann warm. Aber so eine Stola ist ja ein Allrounder, um natürlich das Kleid nochmal aufzupeppen. Und ich persönlich finde eine Stola deswegen schön, weil es die Bewegung nochmal unterstreicht und den ganzen beim Laufen ja eine Eleganz gibt. Also ihr müsst euch wirklich mal vorstellen, Susanne läuft zum Altar und die Stola wippt beim Laufen im Schritt so mit. Und das sieht wirklich wie im Film quasi, wenn der Wind quasi nochmal durch die Haare fährt. Ja, wundervoll aus. Was hier noch zu bemerken ist, bei der Stola, sie hat kleine Strasssteinchen mit besetzt, damit das nicht halt nur eine normale Stola ist, sondern wirklich zum Kleid passt. Und das gibt wirklich dann nochmal hier ein wunderschönes Bild. Und was ist am allerwichtigsten? Nicht unbedingt das Kleid, die Schuhe. Und was ich damit meine ist, jeder, der schon mal auf eine Party war, die bis früh um 6, um 7, um 8 ging, der weiß genau, wie wichtig gute Schuhe sind. Und da habe ich hier einen Pump herausgesucht, der wunderbar zu diesem Kleid passt. Und man denkt es zwar nicht, aber der Schuh ist von Buffalo und eigentlich, würde ich mal behaupten, nicht als Hochzeitsschuh gedacht ist, aber ich habe ihn extra deswegen rausgesucht, weil er bequem ist, weil er hat ein Innenfutter mit sehr weichem Leder und auch nicht so extrem hoch. Er hat eine Absatzhöhe von 8 cm und im ganzen Verarbeitungsstil werdet ihr damit sehr, sehr lange Spaß haben, dass ihr wirklich die Nacht durchtanzen könnt. Und vom Design passend zum Kleid und bequem, was wollt ihr mehr? Und um der Braut, um das Outfit hier wirklich nochmal die i-Pünktchen aufzusetzen, empfehle ich natürlich der Braut Schmuck. Das gehört dazu. Aber es sollte natürlich bei Susanne schlicht sein. Und da habe ich hier ein paar silberfarbene Ohrringe mit Perlenaufsatz herausgesucht, die sehr elegant geschwungen sind und natürlich mit den i-Pünktchen als Perle obendrauf sehr, sehr schick wirken. Und wenn ihr bei diesem Outfit eine Hochsteckfrisur habt, die Perlenohrringe quasi drinne, wirkt das Ganze wirklich wie ein Traum und ihr werdet damit auf jeden Fall, oder auf gar keinen Fall besser gesagt, die Hochzeit vergessen. Und das ist wirklich traumhaft. Was ich euch vielleicht noch als Tipp geben kann, weil es ein schlichtes Outfit ist, solltet ihr auch ein schlichtes
Make-up wählen und da nicht zu viel, zu viel auftragen, weil ich habe es da schon zu oft gesehen, dass die ja, Damen vor der Hochzeit zur Kosmetik gegangen sind und die haben so viel draufgeknallt, das hat gar nicht gepasst. Deswegen, wenn ihr irgendwo hingeht, lasst euch gut beraten, nicht zu viel. Die meisten sagen doch, lieber mehr auftragen, weil der Tag ist ja lang. Das stimmt, aber wenn ihr gutes Make-up habt, hält es sehr lange und eure Freundinnen helfen euch bestimmt im späteren Abend, euch nochmal nachzuschminken, damit es dann auch noch für die frühen Morgenstunden sehr schön aussieht. Das war jetzt hier mein Outfit für Susanne, dass sie eine wunderbare Hochzeit hat. Und wenn ihr genauso wie Susanne so ein wunderschönes Outfit für euch haben wollt, dann nutzt unten die Kommentarfunktion und schreibt mir so genau wie möglich, was ihr vorhabt, was für eine Veranstaltung, wie ihr aussieht, Haarfarbe, wie groß, also sprich so detailliert wie möglich. Und dann kann ich weiß schon morgen vielleicht schon dein Outfit online stellen und werdet quasi ja überrascht sein, was man alles rausholen kann. Und wenn ihr so ein Outfit, so ein Video nicht verpassen wollt, gebe ich euch den Tipp, abonniert mich hier oben auf meinen Kanal und verpasst somit keine Videos, keine Outfits und natürlich die dazugehörigen Deals nicht. In diesem Sinne, Susanne, ich wünsche dir viel Spaß auf deiner Hochzeit und ihr draußen, ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Outfit genauso wie Susanne. Bis dahin, ciao, ciao.